beschwerlichen Stufen. Hallo, bist du die Märchenfee? Hallo, ja, ich bin die Märchenfee vom Schloss in Wernigerode. Ich suche dich. Ich bin Frau Zibulla. Ich bin die Leiterin der Liv-Ullmann-Schule. Schon viele Jahre lang. Aber dieses Jahr, da wollen wir 30-jähriges Jubiläum feiern. Und jedes Jahr kann ich mich auf das Schulgespenst verlassen. Aber in diesem Jahr? Ich glaube, es hat verschlafen. Es hat den Termin verpasst. Märchenfee, kannst du uns helfen? Kannst du mit deinen Zaubersprüchen das Schulgespenst wecken? Ich würde mich so freuen. Auch alle Kinder hoffen darauf, dass die Feier doch noch stattfinden kann. Das ist ja wirklich schrecklich, wie so etwas passieren kann. Ich werde mal sehen, was ich da machen kann. Die Truhe ist fest verschlossen. Normalerweise bekommt man mit diesem Schlüsselbund, wenn man es bewegt, sämtliche Truhen und Türen auf. Aber wie man sieht, es bewegt sich gar nichts. Aber ich habe einen Zauberspruch. Vielleicht kann man es damit erwecken. Liralarum Löffelstiel. Wer viel herumfliegt, schläft auch viel. Schulgespenst, du wirst gebraucht. Wach doch endlich auf. Ja, die Truhe ist auf. Aber es schläft noch. Die Augen gehen einfach nicht auf. Tja, was kann man da nur machen? Ich überleg mal. Oh, ich habe eine Idee. Hier oben drüber ist nämlich eine Glocke. Die ist ziemlich laut. Ich versuche es mal. Vielleicht schaffen wir das. Es wird einfach nicht wach. Ich glaube, ich muss richtig Krach machen. Ich muss richtig dolle die Glocke läuten. Ich versuche es mal. 12 Mal, wie das Gespenst das auch gewohnt ist. Oh Schreck, ich habe verschlafen und dabei sollte ich doch den Veranstaltungsraum schmücken und den Tisch für unser Schuljubiläum decken. Was mache ich nur? Auf Frühstück muss ich verzichten. Ich muss mich beeilen und sofort los. Ich nehme eine Abkürzung. Thank you.
Breite. Das ist die Breite. Breite geschätzt müssen wir eintragen. Breite geschätzt. Sucht in eurer Tabelle. Ja, 1 Meter. 1 Meter. Okay. Und Lea und Leon messen jetzt mal ganz genau, wie breit ist unser Hochbeet. Leon, sag mal. 1 Meter 12. 1 Meter und 12 Zentimeter. Sucht in eurer Tabelle gemessen. 1 M. Hallo Schüler, was macht ihr hier? Wir sind die Klasse MU2 und wir üben Schätzen und Messen. Oh, Unterricht im Freien. Schätze mal, wie groß ich bin. Wir wissen nicht, wie groß du bist. Ich bin das Schulgespenst. Ich bin mal groß und mal klein. Aber Schulgespenst, was machst du denn hier? Ich soll bei den Vorbereitungen zum Schuljubiläum helfen und den Tisch im Veranstaltungsraum decken. Wo muss ich nur hin? Schulgespenst, du musst zum Haupteingang. Flieg da lang. Mhm. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Viel Spaß. Und dann macht ihr das ein bisschen. Zum Haupteingang geht es da. Zum Haupteingang geht es da rein. Ich muss den Veranstaltungsraum finden. Ich soll ihn schmücken. Wo könnte er nur sein? Jetzt habe ich auch noch meinen Schlüssel vergessen, womit ich alle Türen und Truhen öffnen kann. Oh, da liegt ja ein Schlüssel. Hier könnte der Veranstaltungsraum sein. Zwängte sich nach draußen und war ein wunderschöner Schmetterling. Ich war die Raupe nimmer satt, lang ist her. Ich kam zur Welt auf einem. Ich will auch eine Raupe sein, dann könnte ich den ganzen Tag fressen. Also, das war nicht der Veranstaltungsraum. Ich muss weitersuchen. Oh, 1991 erbaut, jetzt haben wir 2021. Die Schule ist 30 Jahre alt. Und wenn die wüssten, ich bin schon 130 Jahre alt. Haha.
Schulgespenst. Das Schulgespenst ist... Hallo Schulgespenst, du bist in der U2 gelandet. Ich bin Marian. Und ich bin Lukas. Ich bin Finn. Ich bin Luca. Ich bin Lennox. Ich bin Janis. Ich bin Frau Kuhnbuch. Und ich bin Frau Kettenbein. Ja, und ich bin Frau Kirchner. Ach, Schulgespenst, wenn du schon einmal hier bist, dann könntest du auch bei uns mitmachen. Hast du Lust? Ja, ich habe Lust. Ich will tanzen und singen. So, Kinder, dann kommt. Die kleine Quark-Quark kennt alle Kontinente. Sie flog schon um die ganze Welt und hat uns von ihrem Flug erzählt. In Asien. Oh, was ist das? Die Schüler lernen schwimmen. Das ist toll. Ich brauche nicht zu schwimmen. Ich kann fliegen. Nicht mit den Händen umdrehen, ne? Sondern gerade mal schauen, was hinter der nächsten Tür ist. Oh, die Kinder basteln für das Fest eine 30. Hier könnte ich richtig sein. 30 Jahre Liv-Ullmann-Schule. Wie schön. Die sind aber fleißig. Könnte das der Veranstaltungsraum sein? Ach nein, der Raum ist zu klein. Aber ich mache trotzdem alles richtig. Also ihr könnt euch schwimmen. Ein blauer Müllsack? Wo sind nur die Schüler? Woher? Vorne bin ich. Habt ihr euch denkt an das Geld? Da war schon der erste Müll. Ja. Vorne an der Treppe, brauchen wir erstmal, ja? Papier! Sind wir eingeknallt? Oh, Nein, hier liegt ja viel Müll. Aha, jede Klasse hat ihre eigene Küche, wo alle Kinder essen und auch manchmal ihr Frühstück selbst zubereiten. Wir haben
haben wir es gemeinsam eingetaucht. Wir kaufen Milch, Cornflakes, Tee, lecker Apfel, lecker Gurke und Paprika. Ich habe auch Hunger und noch nicht gefrühstückt. Aber ich habe keine Zeit. Für Hauswirtschaft richtig schöne Obstschalen und Servierschalen. Ja, wenn wir die dann richtig schön Servierschalen, wo wir dann das Gemüse drauf machen oder mal Wurst drauf machen, Servierteller, ja, da können wir dann Käse drauflegen oder so einen schönen Kuchen wie uns Lisi heute. Ja, genau. Ja. Hier kann ich nicht mitmachen. Da mache ich mir ja meine weißen Hände schmutzig. Ist nur der Veranstaltungsraum. Und jetzt versucht ihr einfach mal so kreuz und quer den Ball einfach nur ein bisschen zu führen. Links, rechts, links, rechts. Immer nur im Wechsel. Ein bisschen kreuz und quer. Da man kann das auch einfach auf der Stelle machen. Gerne Schläger. Genau. So. Die Kinder spielen Unihockey. Das ist mir zu gefährlich. Ich suche weiter. Genau. Darum, was ist denn eigentlich Liebe? Was ist denn für dich Liebe? Kuscheln. Kuscheln, genau. Und was machst denn du immer mit deiner Freundin? Verabreden. Verabreden, genau. Du verabredest dich immer, ja? Toll. Guck mal, hier ist schon Schmetterlinge im Bauch. Lies noch mal laut vor. Kuscheln. Kuscheln, genau. Und? Verabreden. Ne? Hast dich gerade am Freitag mit deiner Freundin verabredet, stimmt's? Ja. Ja, schön. Tobi, möchtest du deine Wörter auch gleich nochmal an die Tafel bringen? Tobi, was hast du für ein Wort? Händchen. Händchen halten. Gut. Alexander? Lies noch mal laut vor. Streicheln. Streicheln, genau.
Ich bin auch verliebt, hihi, in die Liv-Ullmann-Schule und in mein Schloss. Haha. Ah, eine Tanzstunde. Hier ist ja richtig was los. Ich kann auch tanzen. Jetzt muss ich weiter. Was macht ihr hier? Wir haben eine eigene Schülerfirma, an der die Liv-Ullmann-Schulen produzieren. Oh, wie toll! Die Liv-Ullmann-Schule hat eine eigene Schülerfirma. Ich will auch eine Lampe, damit mir immer ein Licht aufgeht und ich nicht wieder verschlafe. Gepflegtes Äußeres. Ordentliche Kleidung, Anstandsregeln, Höflichkeit und Pünktlichkeit, persönliche Vorstellung, Informationen erfragen. Und so macht man's nicht. Ihre Hobbys. Oh, was wollen Sie denn noch alles wissen? Das muss ich doch schon immer beim Arbeitsamt angeben. Nun, Ihre Hobbys. Meine Hobbys sind Schlafen und Kaffee trinken. Also Sie sind davon überzeugt, dass Sie jetzt in Ihrem Beruf arbeiten müssen? Ja, kann ich ja hier immer Kaffee trinken. So geht es aber nicht, dass es Arbeit und keine Freizeit. Also der Mann da unten, der da an der Tür steht, hat zu mir gesagt, hier kann man auch immer schon Kaffee trinken. Eben nicht. Sie müssen so wie jeder andere auch den Kaffee bezahlen. Nö. Natürlich. Nö. Auch wir als Angestellten müssen auch Kaffee bezahlen. Ach, Sie sind hier nur Angestellter? Also ich bin Chef, aber ich muss auch bezahlen. Aber so sehen Sie nicht aus. Sie können denken, halten, was Sie möchten. Sie sehen aus wie ein Kasperle. Bitte nicht in diesem Form mit mir sprechen. Warum denn? Das nennt man Respekt. Ich möchte jetzt hier mit dem richtigen Chef reden. Dann ruf gleich einmal. Ja. Gut. Kein Telefon. Ich habe leider kein Telefon da. Einmal den Chef bitte. Kommen Sie mal hoch, junge Frau. Am besten Sie kommen wieder, wenn Sie wieder nüchtern sind. Ja, darf ich meinen Schirm mitnehmen? Nein, er bleibt hier. Och Mann! Ich will auch zu einem Vorstellungsgespräch. Ich glaube, ich brauche einen neuen Job, wo ich immer ausschlafen kann. Wieder neu. Ist das auch?
Ich muss weitersuchen. Ich habe den Veranstaltungsraum gefunden. Juhu! Ist das eine festlich geschmückte Tafel? So habe ich mir das zum Schuljubiläum vorgestellt. Sehr schön. Schulgespenst. Warst du das etwa? Vielen herzlichen Dank. Ohne dich hätten wir das zum Schuljubiläum nicht mehr pünktlich geschafft. Vielen herzlichen Dank. Oh, ist doch mal eine schöne Tafel. Herr Blupal, sieht die nicht wirklich schön aus? Ja. Diese hübschen Servietten, diese festlichen Leuchter. Ja, wirklich. Aber warum sind Sie eigentlich hier? Ich suche meinen Schlüssel. Der ist mir weg. Ich habe den schon die ganze Zeit gesucht. Ich weiß es nicht. Ich habe Ihren Schlüssel nicht gesehen. Wir könnten natürlich... Hallo? Ich habe hier im Flur einen Schlüssel gefunden. Da ist ja mein Schlüssel. Ach, das ist deiner. Das ist mein Schlüssel. Ich habe ihn schon immer zu gesucht. Merkwürdig, wie könnte das passieren? Wir könnten ja mal das Schulgespenst fragen. Es schläft schon wieder. Es hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Es hat die Festtafel geschmückt. Dann wollen wir es lieber schlafen lassen. Wir aber werden jetzt die Zeit nutzen und würden mit all den Gästen zum Jubiläum anstoßen, bei dieser wunderschönen Festtafel. Alles Gute zum Schuljubiläum. Prost! 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 Bitte schön. Schön, Frau Zimmerlo. Danke. Prost! Aus 30 Jahre Lüff-Ullmann-Schule. 30 Jahre Lüff-Ullmann-Schule. Da hat das Schulgespenst, das du jetzt auch schon kennst, Station bei uns gemacht und Zeit verbracht. Ich gebe auf euch Acht, ihr zeigt mir, wie man lacht. Wir sind jetzt Freunde, hier das Schulgespenst und wir la 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 la. La 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 la